Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss, das ist defekt. Das mache ich jetzt mal auf, weil ich verschiedene Teile daraus immer brauche und benutze. Wie wird ein Schloss gemessen? Dieses hier ist der Stulp. Das ist die Stulpbreite hier, 20 mm. Das ist hier ein rechtes Schloss. Woher weiß ich, ob das ein rechtes und linkes Schloss ist? Wenn ich das Schloss hinlege und diese Schräge guckt mich an, dann ist das ein rechtes Schloss. Würde diese Schräge auf der anderen Seite sein, wäre es ein linkes Schloss. Dieses ist ein rechtes Schloss. Das Dornmaß. Das Dornmaß wird gemessen von Mitte Vierkant bis Außenkante Stulp. Und das sind hier 55 mm. Das PZ-Maß ist das Maß von Mitte Nuss bis runter zu dem Zylinder. Und in diesem Fall sind das 72 mm. Es gibt ja noch das nächste Maß, das wäre 92, das wäre dann hier unten. Aber dieses hier sind 72 mm. Das sind die Maße, die man braucht, um sich ein Schloss zu besorgen. Also, wenn man das Schloss hinlegt und die Schräge guckt einen an, ist es ein rechtes Schloss. Das hier ist das Maß 55. 72, so wird das gemessen. Das ist hier der Stulp. Es gibt einen Stulp, einen Rundstulp und es gibt auch einen viereckigen Stulp. Die Breite des Stulpes ist in diesem Fall 20 mm. Das ist das, was man wissen muss, dementsprechend mit einem Schloss ein Schloss zu kaufen, zu besorgen. Und hier haben wir noch die Nuss. Die Nuss gibt es auch in verschiedenen Größen. Hier sind das 8 mm, bei einem Haustürschloss ist die Nuss 10 mm. Ja, das war es erstmal so von meiner Seite aus. Wie wird ein Schloss gemessen? Und jetzt mache ich das Ganze nochmal eben auf, dass wir einmal in das Innenleben reingucken können. Denn dieses Schloss hier ist kaputt. Und einige Sachen daraus kann ich gebrauchen. Sind zum Beispiel hier die Schrauben. Achtung, wenn man das Schloss jetzt aufmacht und man löst dies hier, kann das sein, dass dieser Deckel wegfliegt und diese Nuss, die hier drin steckt, die ist unter Spannung. Das heißt also, wenn ich das jetzt aufmachen würde, könnte sein, dass es wegfliegt. Also bitte nicht einfach so den Deckel öffnen, weil das Ganze kann hier durch die Gegend fliegen. So, ja, das ist kaputt. Hier ist die Feder weg, die dafür zuständig ist, dass das immer hier läuft. Das hier ist die Nuss. Dieses nennt sich Wechsel. Das hier ist die Falle, das ist die Fallenfeder und die Zuhaltungsfeder ist also 1, das kann ich noch gebrauchen. Der Rest kann hier weg. Das braucht man nicht mehr. Dieses hier war der Riegel, steckt hier drin. Ja, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.